Hallo Leute, seid ihr auch so verwirrt, durcheinander und wütend, wie ich das bin? Also bei dem Krisenmanagement, das die Bundesregierung und die Landesfürsten im Augenblick an den Tag legen, da weiß man ja gar nicht, wo man mit der Kritik anfangen und wo man wieder aufhören soll. Ich versuche das mal auf den Punkt zu bringen. Also da wurde bis in die Nacht beraten, bis 3 Uhr hört man so. Und dann kam man raus mit einem Paketchen, wo schon 1000 Fragezeichen dran waren. Also was heißen eigentlich Ruhetage? Können Beschäftigte dann ihren Lohn auch weiterkriegen? Was bedeutet das für Leute im Hartz-IV-Bezug, wenn am 1. Die Läden zu sind, die Supermärkte zu sind? Wie sollen die dann einkaufen, wenn der Kühlschrank am Monatsende leer ist? Und viele Einzelfragen, viel Verwirrung. Alle waren irgendwie aufgeregt, wie sie das jetzt hinbekommen sollen. Und dann rufen die Automobilkonzerne mal bei Frau Merkel an und sagen, nee, also 2 Tage nicht produzieren, das könnt ihr uns wirklich nicht zumuten. Und zack, ist alles wieder anders. Auf einmal alles zurück, keine zusätzlichen Ruhetage, kein Osterlockdown. Also ich weiß wirklich nicht mehr, wie man das noch vernünftig erklären soll. Das bedeutet, dass wir jetzt weiter mit voller Pulle in die dritte Welle gehen. Das heißt jetzt schon, dass die Infektionszahlen steigen, die allermeisten mit dem gefährlichen britischen Mutationsvirus, das auch für Kinder und Jugendliche hoch ansteckend und auch deutlich gefährlicher ist als die alte Variante. Und es gibt keine durchgreifenden Maßnahmen, die dafür sorgen können, dass wir diese Welle aufhalten. Also, keine Pflicht zum Homeoffice. Das könnte man ja mal machen. Wir wissen, dass der Aufenthalt in einem Großraumbüro, das nur zur Hälfte besetzt ist und 8 Stunden da arbeiten, viel, viel, viel gefährlicher ist, wenn man sich, um sich anzustecken, als beispielsweise der Aufenthalt in einer gut strukturierten und gut gelüfteten Freiluftgastronomie. Das kann man doch niemandem mehr erklären. Wir wissen, dass die versprochenen Tests für die Schulen einfach nicht da sind. Selbst die Unternehmen beklagen, selbst die, die willig wären, ihre Mitarbeitenden regelmäßig zu testen, selbst die beklagen, dass sie es nicht schaffen, an genügend Schnell- und Selbsttests dranzukommen. Und trotzdem läuft einfach alles so weiter wie bisher. Das darf doch nicht wahr sein. Diese Regierung hat sich so weit entfernt vom täglichen Leben und von den Problemen der normalen Menschen in diesem Land, dass man es kaum noch fassen kann. Und zu allem Überfluss dann auch noch die Geschichten, dass sich hier Abgeordnete des Bundestages aus der Unionsfraktion fett die Taschen voll gemacht haben bei der Beschaffung von Schutzmaterial, von Masken aus den Kassen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ja gut, die meisten haben inzwischen ihre Ämter abgegeben, sind aus der Fraktion ausgetreten oder sind gar aus dem Bundestag raus. Aber es ist doch systemisch, es ist doch ein systemisches Problem. Und die CDU-CSU ist es, die hier im Bundestag schärfere Gesetze gegen Abgeordnetenbestechung und gegen Bereicherung blockiert. Da fasst man sich doch an den Kopf. Jetzt wäre doch der Zeitpunkt, auch mal darüber zu reden, wie viel Geld Abgeordnete eigentlich neben ihrem Mandat noch verdienen können oder müssen oder dürfen. Und da eine Notbremse reinzuziehen und zu sagen, nein, wir wollen das nicht. Abgeordnete, Volksvertreterin, das ist ein Vollzeitjob und wird einigermaßen gut bezahlt. Und da braucht man nicht nebenbei noch dicke Geschäfte zu machen und sich die Taschen voll zu machen auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die dieses Geld wirklich hart erarbeiten. Also ich bin wirklich an dem Punkt zu sagen, hier muss langsam mal Schluss sein. Wir brauchen andere politische Mehrheiten in diesem Land. Die CDU-CSU muss dringend auf die Oppositionsbänke geschickt werden. Und wir brauchen einen Aufbruch für soziale und ökologische Politik, für eine Politik, die sich nicht die Taschen voll macht, sondern die sich überlegt, was sie tun kann, um uns in dieser Krise wieder auf eine gute Spur zu bringen. Wir brauchen Impfungen, wir brauchen Tests, aber für alle und nicht nur für kleine Minderheiten. Und vorher brauchen wir eben auch mutige Entscheidungen, die man auch mal gegen die ganz Mächtigen, gegen die Autoindustrie und die großen Konzerne durchsetzt.